Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Ich bin immer noch im Militärviertel und versuche verschiedene Decks, um gegen die vier Reiter auf Heroisch zu bestehen. Versuche jetzt mit dem Hexenmeister ihn zu besiegen. Ist das Deck basiert auf meinem ursprünglichen Deck mit Riesen. Muss ich natürlich auf jeden Fall ein bisschen anpassen. Also viele Karten ziehen kann man ja nicht, weil man relativ am Anfang schon aktiv werden muss. Deswegen Bergriesen oder Twilight Drake. Was, ja, Zwielichtdrache macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und ja, mal schauen, wie es klappt. Ich habe Verderbnisse mit bei mir im Deck, weil man so relativ schnell schon einer loswerden kann. Das ist sehr gut. Er kann zwar noch eine Runde angreifen, aber dann nach der nächsten Runde ist er tot, weil das Geheimnis nicht aufgerufen wird. Allerdings ist ein anderer Diener jetzt noch dadurch relativ stark geworden. Das ist eher ungünstig. Ja, mit drin habe ich auf jeden Fall den geschmolzenen Riesen. Ist gerade dann gut, wenn man unter 10 Lebenspunkte fällt. Und dazu habe ich noch in Kombination die Schattenflamme. Das ist eigentlich eine ganz gute Kombo. Selbst wenn er alle drei noch auf dem Board hat, kann man so alle loswerden. Jetzt klappt es nicht ganz, weil er durch das Secret auf 9 Lebenspunkte hochgekommen ist. So, jetzt schauen wir mal, wie er jetzt mit zwei geschmolzenen Riesen umgehen kann. Meine Augen Und wir sind müssen uns ein bisschen das Leben hier ein bisschen herstellen. Ah, das ist nicht verkehrt. Also wir nehmen auf jeden Fall schon mal den rechten Diener weg, weil er uns viel zu stark ist. Und ich möchte eigentlich nicht warten, bis ja, bis bis er ihn mit irgendeinem Zauber platt macht. Deswegen werde ich ihn jetzt nutzen, um ihn direkt anzugreifen. Mal schauen, was er jetzt spielen kann. Spielt sauber. Okay. Ich hoffe, er kriegt keine Waffe. Weil dann ist unser Lebens. Unsere Lebenspunkte sehr stark in Gefahr. Und ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll oder nicht. Ich probiere es einfach mal. In der Hoffnung. Ja, das passt sehr gut. Jetzt können wir endlich den uralten Wächter benutzen. Also selbst wenn er jetzt eine Waffe zieht, müsste er erstmal sämtliche Diener vernichten. Und er würde auch noch 4 Schaden kassieren. Das sieht jetzt recht gut aus. Ja. Silenzien bringt mir natürlich jetzt nicht viel. Ist aber sehr gut, falls der in der sechsten Runde noch Diener hat. So. Was mache ich? Also, wenn er jetzt eine Waffe zieht, bin ich sowieso tot. Also kann ich ruhig Adalas spielen, in der Hoffnung, was Gutes zu bekommen. Ach nein, ich habe nicht mehr genug Mana.
Okay, ja, ich greife an. Ragnaros wird ihn in der nächsten Runde eh platt machen. Ich kann hier ruhig meine Seele entziehen spielen. Einfach nur, um auf 8 hochzukommen. Wenn er jetzt keine Waffe spielt. Sieht nicht danach aus. Mit 2 Mana kann er auch keine Waffe mehr spielen. Ich kümmere mich drum. Das heißt, es hat geklappt. Aber ich hätte auch den Alchemisten spielen können. Und den Sonnenturmbeschützer auf 3 Angriff bringen können. Aber es hat auch so geklappt. Sehr gut. Ich hätte mit dem Deck, oder mit dem ähnlichen Deck, das Ganze schon mal gespielt. Finde ich auch auf YouTube. Ist in englischer Kommentierung. Ist ein bisschen grauenhaft. Aber falls ihr Interesse habt, könnt ihr es auch mal anschauen. Geht mal kurz durchs Deck durch. Ich habe Seelenfeuer drin. Verderbnis gerade am Anfang sehr gut. Schildträger. Eigentlich habe ich ihn in jedem Deck mit drin. Blaukiemenkrieger, weiß ich ganz gut mit den verrückten Alchemisten passt. Irubischer Ei. Ja, könnte man eigentlich rausnehmen. Gibt es bestimmt bessere Einheiten, die man mit einnehmen kann. Ist mir jetzt gar nicht mehr mit aufgefallen, dass sie noch mit drin ist. Säurehaltiger Schlamm. Sehr, sehr gut. Sonnenzornbeschützerin und Wächter von Argus. Auf jeden Fall. Weil die Idee ja auch ist, die geschmolzenen Riesen aufs Feld zu bringen. Und dann mit Spott die eigenen Lebenspunkte zu beschützen. Ja, dasselbe mit Uralter Wächter. Den haben wir noch Seher des Innenen Rings, ohne zu heilen. Schattenflamme wäre eine ganz gute Kombination. Angenommen in Runde 4, wir sind unter 10 Lebenspunkte, können geschmolzenen Riesen spielen plus Schattenflamme und wir können uns sämtlicher Diener entledigen. Falls er dann keine Waffe mehr hat, wären wir erstmal für die nächsten paar Runden safe. Gesichtsloser Manipulator habe ich noch mit drin, für den Fall, dass ein geschmolzener Riese eine Runde überlebt. Und später Spektraler Ritter, auch nicht verkehrt, weil sämtliche anderen Diener kann er eigentlich durch ja, verschiedene Zaubersprüche, von denen er genug hat, vom Feld nehmen. Das geht mit ihm nicht. Seele entziehen, ja, auch um an der Einheit loszuwerden. Allerdings erst ab Runde 6 einsetzbar. Und ja, Alexstrasza, falls wir Heilung benötigen. Und Ragnaros hat eben gerade den Sieg eingefahren. Ja, ich hoffe, das Deck gefällt euch. Ja, und wenn ihr Lust habt, schaut gerne auch in meinen anderen